machen, benötigen wir auf jeden Fall einen Heißluftföhn. Den mache ich schon mal an. Jetzt wird es ein bisschen lauter. So, jetzt machen wir die Folie einfach warm. Wir machen die Oberflächen warm. Somit wird die Folie flexibel und man kann die Folie ganz einfach und leicht abziehen. So, das war's. Da ist das Bauteil und hier haben wir unsere Folie. Indem wir die Folie erwärmen, nimmt sie natürlich ihre Ursprungsform an, aber wie gesagt, einfach mal um die Qualität zu testen. Also ich kriege die Folie, egal mit was für eine Kraft ich das mache, kriege ich die Folie nicht gerissen. Ja? So. Okay. Das nächste, was wir machen, wir haben hier unsere Standardwirbelfolie in Holzoptik. Und jetzt machen wir folgendes. Wir folieren jetzt das Bauteil mit der Folie. Was ich da vorschlagen würde, dass wir die Folie an dem Tisch hier fixieren. Das heißt hier zum Beispiel. Es ist so, bei so kleinen Bauteilen ist etwas aufwendig. Somit legen wir das Bauteil drunter und erwärmen das Ganze erstmal. In dem Moment, wo die Folie sich anfängt zu wackeln, bedeutet das für uns, dass die Folie startklar ist. Das heißt, sie hat die Innentemperatur erreicht. Die liegt bei der Folie ca. bei 60 Grad. Und wir legen das Bauteil drunter, erwärmen das kurz noch einmal und ziehen das einfach drauf. Zack, zack, zack. Was wir als nächstes machen, wir gehen die Stufe niedriger und geben jetzt diesem Bauteil praktisch die Form. Die Folie fühlt sich sehr angenehm an, wenn die eine bestimmte Temperatur erreicht hat, beziehungsweise die 60 Grad. Es fühlt sich wirklich sehr angenehm an, wenn man das praktisch da die Folierung durchführt. Ich werde hier an die schwierigen Stellen rangehen. Zack. Anschließend machen wir die andere Seite. So. Das war's. Das ist unser Grundbaustein. Ja? Was wir jetzt machen, wir erkennen es sofort, es ist zu viel Material außenrum. Somit machen wir folgendes. Wir ziehen das jetzt ab und kürzen das Ganze. Wir nehmen zum Beispiel kurz hier abschneiden und hier. Wir haben wieder unseren Heißluftföhn und jetzt erwärmen wir die Fläche, um praktisch hier reinzugehen. Ja? Die Folie ist jetzt schon sehr hart, man spürt es auch, ja, dass sie nicht mehr flexibel ist. In dem Zustand können wir auch nicht mehr weiterarbeiten. Wir müssen die Folie erwärmen und Stück für Stück uns nach innen zu bewegen. So. Als erstes würde ich die schwierigsten Stellen machen, das sind hier die Stellen. Am besten erwärmt man die Folie von außen, ansonsten wird der Kleber einfach zu weich
hier, die haben sich eine ganz kleine Luftblase gebildet. Die stechen wir mit dem Messer einfach durch und drücken es raus. Viele kennen auch die Folie mit Luftkanälen, die haben wir auch. Es sind nicht alle Folien mit Luftkanälen, aber da sage ich Ihnen ganz ehrlich, man braucht hier gar keine Luftkanäle. Die Folie ist so stabil, da haben wir kaum irgendwelche Schwierigkeiten mit Luftblasen. So, und jetzt gehen wir an die Kanten rein. Stück für Stück, bis zur Kante. Und das drücke ich auch hier an und weiter. Zum Schluss erwärme ich das auch von innen. Noch ein bisschen hier und dann gehen wir schon rein. So, okay, ich bin jetzt an der Kante dran. Und jetzt geht es eigentlich los. Wir machen die Folie hier komplett rein. Die Folien bei uns in dem Shop können ganz bequem ab 20 cm auf Laufmeter bestellt werden. Und natürlich für jede Folie haben wir auch ein Muster, den Sie einfach bequem sich nach Hause zuschicken lassen können. So. Natürlich ist das bei Standardfolierungen von Möbel, Fliesen und verschiedensten Oberflächen ist es um einiges einfacher wie so ein Bauteil, aber es geht mir einfach darum, ich möchte Sie einfach von der Qualität der Folien überzeugen und Ihnen zeigen, was ist eigentlich mit unserer Folie möglich. Das ist eine neue Bausubstanz, was jetzt nach Deutschland gekommen ist, womit auch die Menschen ihre Häuser, Türen, Wände, Fliesen verändern können. So. Hier haben wir das Bauteil. Natürlich, wenn ich das jetzt zur Ausstellung verwenden würde, würde ich das nochmal innen verarbeiten. Aber hier geht es einfach darum, um das Aussehen des Bauteils von außen. Vielen Dank. Weitere Informationen finden Sie auf klinger-möbelfolien.de. Ja, falls was, rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns.